Ja, ein Hallo und willkommen bei Let's Play Totally Accurate Toilet Simulator mit eurem Pripple. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich hierzu überhaupt ein Let's Play mache. Ich habe das nur durch Zufall entdeckt, dass es überhaupt so einen Simulator gibt, wo man auf dem Pott hockt. Also habe jetzt auch rausgefunden mittlerweile, dass es schon die zweite Version ist. Also wir spielen hier V2. In der ersten Version konnte man einfach nur auf dem Pott hocken und sich umgucken. Und jetzt gibt es Unterstützung für Virtual Reality. Also wenn ihr einen Oculus Rift zum Beispiel hättet, könntet ihr live auf dem Pott hocken. Es ist besser als die Realität, man glaubt es ja kaum. Ja, ich würde mal sagen, da ich jetzt keine Oculus Rift habe, nehmen wir einfach mal das normale hier, mal ein Play Toilet Simulator. Ja, und da sind wir auch schon in diesem schönen Gefilde hier. Das Spiel ist von Trash Games Co. UK, so wie es aussieht. Ja, hier haben wir sogar Toilet Instructions. Press 1 to do a number 1 und press 2 to do a number 2. Und press Escape to flush. Also, so wie es aussieht, ja, sind wir hier auf einem öffentlichen Klo. Sowohl für normale Leute als auch behindertengerecht, wobei ich jetzt nichts sehe, was hier für Behinderte ausreichend wäre. Also hier ist kein Griff, kein nix. Beine haben wir anscheinend auch nicht. Hier liegen noch nicht mal Zeitungen rum. Was ist denn das für eine Scheißtoilette, ey? Aber wenigstens spiegelt sich der Boden. Das ist ja schon mal ein High-End-Effekt. Ich habe hier die Grafik auf Fantastic eingestellt. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los und drücken erstmal die 1. Tja, was war das? Ah, man muss gedrückt halten. Ja, geiler Effekt. Ja, und so schnell stoppt es auch mal. Noch abschütteln. Ja. Es gibt hier eigentlich nicht viel zu tun, außer rumhocken und kacken, ne? Also, ich meine, ich könnte jetzt mal die 2 drücken, ne? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ich könnte mir ja schon denken. Ja. Haben wir erstmal einen fetten Fotz gelassen. Komischerweise ist es immer derselbe. Ah, wenn man länger drückt, dann zieht er sich. Aber es ist irgendwie immer derselbe. Also dieser Simulator ist echt für den Arsch. Ich meine, man kann hier nichts machen, außer strollen und einen Furz zu lassen. Ich meine, für Leute mit super Fäkalhumor ist es wahrscheinlich was. Ich meine, ich muss jetzt auch lachen, aber es ist einfach dämlich. ja. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen, außer die Geräusche. Ich meine, wir können auch nochmal spülen. Gibt ja noch nicht immer eine Animation dazu. Oh! Ja, und da war es das auch schon mit Let's Play Toilet Simulator. ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich meine, ich werde sofort wieder runterschmeißen, aber lustig war's. Bis dahin, euer Pripple.